Dankeschön. Herzlich willkommen bei TV Total. Sie freuen sich auch so, ne, über den Hamburger Hafen, der nämlich Geburtstag feiert. Der Hamburger Hafen wird 825 Jahre alt. Uschi Glas hatte ihn damals eröffnet, wer sich vielleicht noch erinnert. Ja. Und dieses Jahr will man den Geburtstag ganz besonders feiern. Habe ich zumindest im Fernsehen gesehen. Schauen Sie mal hier. Ja, wollen Sie noch mehr blöde Wortspiele zum Thema Hafen-Geburtstag? Hier habe ich noch was für Sie. Der Hafen-Geburtstag wird natürlich eröffnet mit der großen Windjammerparade. Ganz vorneweg fährt die Gorch-Fick. ja. Noch was? Noch ein blödes Wortspiel zum Hafen-Geburtstag? Können Sie haben. Beim Hafen-Geburtstag bekommt die Antwort Ei, Ei, Captain eine ganz neue Bedeutung. Oder? Hafen-Geburtstag. Ei, Ei, Captain. So, gerade lief ja hier, haben Sie vielleicht gesehen, bei ProSieben, Germany's Next Topmodel. Und es gab wieder ein Shooting der ganz besonderen Art. Und in seiner Anmoderation sollte Juror Thomas Hajo die Worte coole Location, Dome und Tropical Rainforest unterbringen. Mal gucken, ob es ihm gelungen ist. Cloud Forest, unser erstes großes Shooting. Richtig coole Location, über 100 Hektar groß. Also ein riesen Dome mit so einem Tropical Rainforest drin. Geschafft! Shooting hat er auch noch mit reingepackt. Shooting, coole Location, ein Dome mit Tropical Rainforest. Da gibt es ja auch keine deutschen Worte für, oder? Doch? Ja, man hätte vielleicht sagen können, ja, es gibt einen tollen Fototermin an einem tollen Ort in einer großen Halle mit einem tropischen Regenwald drin. Aber das verstehen die Bitches ja nicht. Thomas Hajo. Cooles Shooting, coole Location am Dome mit einem Tropical Rainforest. Thomas Hajo spricht mittlerweile schlechter Deutsch als Roche. ja. Und für die Models war das Shooting nicht leicht. Sie sollten mit einer Schlange posieren. Ja? Und die eine Kandidatin, die hatte echt riesen Angst vor einer Schlange. Um nicht zu sagen, big shit in front of the snake. Schauen Sie sich das hier an. Ruhig, ruhig, ruhig. Ach, ganz ruhig. Brauchst du noch eine Pause? Ich mach gar nichts. Ha? Brauchst du eine Pause? Relax. Lass sie nur mal ganz. Ich mach gar nichts. Die macht wirklich nichts. Sie hat richtig Angst. Sie hat richtig Angst. Wer ist die Liebste von allen? Ja, mit ihr wird es wahrscheinlich total schwierig. Ja. So heulen die sonst nur, wenn man ihnen einen Burger vors Gesicht hält. Ich freue mich schon nächstes Jahr auf Sie im Kakerlakensarg. ja. Ja, und dann haben wir letzte Woche ja schon Kandidatin Aminata gezeigt. Die ist uns aufgefallen. Hier, wir zeigen es Ihnen nochmal, damit Sie wissen, wen ich meine. Das ist Aminata. Man nennt es auch, ich will mich von der Masse abheben. Bestimmt, wenn Tausende einfach normale schwarze Jeans anziehen oder eine Shorts. Ich muss was Auffälliges anziehen. Ich muss anders sein. Dann dachte ich, okay, ich ziehe mich so an. Zerrissen, aber doch elegant. Wieso nicht? Das bin ich. Ein bisschen verrückt, aber doch noch bodenständig. Ja, kein Wunder, wir nennen sie nur noch The Black Lukas Podolski. So, das ist Aminata. The Black Lukas Podolski. Und ja, wirklich. Wirklich, Aminati musste, sag schon Aminati, das ist aber doch, Aminati ist doch hier bei ProSieben, oder? Ja, Aminata musst du jetzt auch mit den Schlangen shooten, ne? So, und das sah aber hier so aus, weißt du? Das ist Tommy, mein Namensvetter. Oh, Tommy ist sehr lebendig. Guck mal, der mag dich auch. Wow, love at first sight. Ich vertraue denen, deswegen habe ich auch keinen Grund dazu, Angst zu haben. Ja. Der Tommy ist total fasziniert. Das sagt, wow. Die hat ja noch hellere Augen als ich. Wow. Alright, baby. Ich finde das geil, wie die jetzt in meinen Beinen geht. Oh, Hammer. Ich freue mich. Manchmal ist es echt ganz gut, wenn man sich selbst und seine Umwelt nicht übermäßig reflektiert. Also, wenn man doof ist, mit klaren Worten. So,
Dafür ekelt sie sich allerdings vor kleinen Hundewelpen. Ja, so unterschiedlich sind die Menschen. Und dann gibt es noch eine Kandidatin, die heißt Nathalie. Und die hat irgendwie ein Problem mit ihrem Gesichtsausdruck. Ich finde, du bist ein bildhübsches Mädchen. Ja. Du hast eine Bombenfigur, du hast ein Bombengesicht, aber du hast eine Ausstrahlung, die ist katastrophal. Dein Gesichtsausdruck, der ist sowas von künstlich aufgesetzt. Du bist hübsch, mach nichts, sei einfach nur da. Deine Lippen, deine Augenbrauen, du verziehst das alles, das ist so gekünstelt. Beim Fotoshoot auch, das ist wirklich, jedes Mal hast du das Gefühl, dass du dich selbst im Spiegel betrachtest und mit dir um die Wette postest. Jetzt auch, sei locker. Ich finde dich am hübschesten, wenn du ganz natürlich einfach bist. Vielleicht ist sie auch ein Fisch und kriegt an Land keine Luft. Kann auch sein. Thomas Hayo hat ja gleich gesagt, ey, du musst relaxen und deine Beauty featuren. Ein bisschen mehr. Ja? Hier, guck mal, Nathalie, so geht das. Kandidatin Nancy hingegen hat einen super Ausdruck, aber hat leider ein kleines Manko. Sie hat ein Tattoo, erklärt aber, warum es gar nicht so schlimm ist. Auch Nancy hat einen Traumkörper, Traummaße und ihr Traumtattoo? Es gibt auch Models mit Tattoos. Ich denke mir auch, vielleicht ist es zu groß. Ich weiß nicht, wie das ausschaut in der Modelwelt. Ich habe mir halt gedacht, ja, wenn man wirklich keine Tattoos haben dürfte, hätte von Anfang an in den Voraussetzungen stehen sollen, dass man keine Tattoos haben darf. Ich denke mir halt auch, es ist ja ein Vogel und Blumen. Das ist ja immer aktuell eigentlich. Absolut. Vögel und Blumen, immer aktuell. Vögel und Blumen sind immer aktuell, ganz im Gegensatz zu Drachen, chinesischen Schriftzeichen und Herzen. Ja? Was auch immer aktuell ist, ist das Logo vom 1. FC Köln. Also da kann man nichts falsch machen. So, das einzige Problem ist, früher oder später ist die Haut halt nicht mehr aktuell. Und dann tauchen die Probleme auf. Ne? Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man Tätowierer ist, wenn man Models tätowiert, muss man aufpassen, dass man mit der Nadel keine wichtigen Organe